Mein Name ist Udo Ramm, Firma Helix aus Neuenstein, hier im, zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall. Wir versuchen hier den Kran, den Turmkran vom Mannheimer Funkturm abzubauen und die Antenne oben um eine DVB-T-Antenne zu erweitern. Wir haben hier ein zu gut Deutsch Eichhörnchen dabei, ein französisches Muster AS350. Beziehungsweise auf Neudeutsch H125, weil das Ganze jetzt zu Airbus gehört. Und ja, ist eigentlich ein Gerät speziell für solche Einsätze. Gemacht. 1400 Kilo Außenlastkapazität, Reichweitenradius von 2,5 Stunden, drei Viertelstunden. Die Schwierigkeit heute ist eigentlich die Höhe des Turms, der mit 200 Meter ja doch schon ganz stattlich ist, dass man halt dort oben einfach arbeiten mit schwierigen Referenzverhältnissen hat. Heute auch noch vom Wetter nicht so ganz traumhaft, deshalb nicht ganz einfach. Wir haben unsere Bodencrew, zwei Einweiser noch dabei, zwei Flughelfer, wovon einer am Boden die Lasten annimmt, der andere mit oben auf dem Turm ist, um die Einweisung dort oben zu machen. Das ist dann die Plattform auf 160 Meter, doch schon ein etwas exponierter Arbeitsplatz.